Diesen Bericht präsentiert euch Casablanca Hotel Software. Sport TV 22 baut bei MySport My Story. Welch für ein wunderschöner guten Morgen wurde uns heute beschert von Johannes Strolz. Er schlägt auch im olympischen Slalom zu und holt die Silbermedaille für Österreich. Was ist das für eine Geschichte? Im Sommer stand er vor dem Karriereende. Nun ist er zweifacher Medaillengewinner bei den Olympischen Spielen in Peking. Nach Gold in der alpinen Kombination holte er heute Silber und damit die 18. Medaille für Österreich. Der Franzose Clément Noël hat im zweiten Lauf eine Traumfahrt auf die Piste gezaubert und holte mit Laufbestzeit vom 6. Zwischenrang noch Gold und jubelt über den ersten großen Sieg seiner Karriere. Bronze geht an den Weltmeister Sebastian Voss-Sollevak aus Norwegen. Leider Pech hatte Manuel Feller, der im ersten Durchgang ausschied, und Michael Matt leider im zweiten. Ja, mit gehobenem Haupt kann unser Chef-Alpintrainer Andreas Burlacher zurückkehren in seine Heimat nach Oberhofen. Er ist einer der erfolgreichsten Alpin-Cheftrainer und wir gratulieren ihm recht herzlich zu seinen Medaillen. Speckpumpen, die Hochleistungswasserpumpe von Speck.